Dead or Alive, meine Freunde, das ist die ganz große Frage und das gilt jetzt für zwei Serien, und zwar The Walking Dead als auch Game of Thrones. Und wer jetzt nicht auf aktuellem Stand ist, das bedeutet für euch, die jetzt hier dieses Video anschauen, wer sich nicht von Game of Thrones inzwischen das Ende der 5. Staffel angesehen hat oder bei The Walking Dead die 3. Episode der 6. Staffel, der sollte dieses Video nicht angucken, ansonsten wird er hart gespoilert. Lebt er nun? Oder ist er tot? Oder lebt er doch noch? Das sind diese ganz großen Fragen, die uns bei beiden Serien jetzt knallhart beschäftigen. Springen wir nochmal einen Schritt zurück, fangen bei Game of Thrones an. Da ist schließlich Jon Snow zuerst gestorben. Der hat damit angefangen. So, die ganz große Frage ist jetzt natürlich, lebt er doch noch? Er war doch so ein wichtiger Charakter und so ein Serienliebling. Man muss das so festhalten, das war so krass, der Typ. Ich weiß nicht, der hat für mich auch so eine ganz große Bedeutung, so als Fan. Ich sehe ihn da, wie er abgestochen wird und denke mir, scheiße. Und dann trotzdem sieht man immer wieder Bilder von ihm am Set und wie er immer noch die Haare behält. Und überall gehen die Gerüchte rum und dann wieder der Showrunner, nein, er ist tot. Also die ganze Zeit fällt einem immer schwerer, so als Zuschauer überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich Sache. Und jetzt muss ich an dieser Stelle gleich wieder zu Glenn Rees springen, wie er hier gerade in der 6. Staffel gestorben ist. Beziehungsweise vielleicht gestorben ist, denn kaum ist diese Episode ausgestrahlt, gehen die Meinungen auseinander. Und dann, wenn man es natürlich ganz genau sieht, ich persönlich, ich habe ja mein Video dazu gemacht, gleich nachdem ich es das erste Mal angesehen habe. So, zack, weil ich wollte damit schnell sein, damit ihr auch sofort die ersten Infos habt oder zumindest meine Meinung. Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt 3 Tage damit warte, weil ich dann alles 10 Mal gesehen habe, dann schaut ihr das nicht mehr. Dann sucht da keiner mehr danach, damit muss ich schnell sein. Deswegen rede ich vielleicht auch jetzt so viel schnell, damit ich ganz viel euch erzählen kann, bevor ihr gleich wieder gelangweilt wegklickt. Der Punkt ist, während dieses Videos, beziehungsweise danach, ich lese ja immer mehr Berichte, Artikel, jeder schreibt was dazu, verschiedenste Meinungen und alle sagen, nö, der lebt noch. Und natürlich wurde er auch 10.000 Mal am Set gesehen und fotografiert und spielt in der Zukunft mit, weil er noch dieser Jesus auftauchen soll, wer auch immer das ist. Ich habe die Comics nie gelesen, ich habe keine Ahnung, das macht mir aber ehrlich gesagt nichts. Für mich ist es jetzt so folgendes. Diejenigen, die dort wirklich jetzt am Set rumlungern und diese Fotos erhaschen und die dann tatsächlich veröffentlichen, das kotzt mich an. Weil, ehrlich gesagt, natürlich wünsche ich mir irgendwo auch als Fan und Zuschauer, dass er irgendwie auf spektakuläre Art und Weise das überlebt, dass es da irgendwie noch so einen krassen Trick gab. Na, wenn nicht wirklich so eine Produzentenfirma, wie auch immer, also die ganzen Leute dahinter, AMC, wenn die mich doch verarschen als Fan, dann ist das denen gelungen, dann zoll ich meinen Respekt davor. Ich find's halt kacke, vorher dann solche Infos zu bekommen, dass er allen Ernstes irgendwie dann definitiv schon mal weitermacht, nur muss ich jetzt nur noch warten. Alles klar, ich mache mir gar keine Sorgen mehr. Ich weiß ja, der macht weiter. Der ist immer noch dabei, der wird bezahlt. Was soll die Scheiße? Leute, jetzt mal im Ernst. Ich meine, klar, es ist mir auch wichtig, das zu erfahren, aber der springende Punkt ist gerade jetzt, wo man eben aktuell Sachen guckt und sagt, okay, ich bin dahinter und ich will genau wissen, was passiert. Da fiebert man noch richtig mit. Ich war gestern mal die Episode rausgekommen, ich war richtig traurig und deprimiert und 2 Stunden später war das vorbei. Leute, sowas sollte mich eine ganze Woche, in diesem Fall sogar 2 Wochen festhalten und fertig machen. Das gehört dazu. Und wenn er erst in 4 Wochen, 4 Episoden später wieder auftaucht, dann sag ich mir, hey, geil, er ist doch nicht gestorben. Das ist dann genau diese Art von Mitfiebern, die man sich so wünscht als Fan. Und dass die 5. Staffel von Game of Thrones genauso mit so einem fetten Cliffhanger endet, das ist zwar ultra mies von der Firma und so lange warten zu lassen und dann zu sehen, wie geht's denn nun weiter. Gerade in so einer Serie, wo man halt weiterleben kann, wo man wiederbelebt werden kann, scheinbar. Das ist jetzt so diese ganz große Kunst, oder wo halt eben viel Magie mitspielt. Man kann sich dann nicht mehr ausmalen, wo sind die Grenzen und wo hört's auf. Das ist eben das, was mich gerade so packt und so halbwegs freut und dann auch wieder wütend macht. Weil ich möchte wirklich als Fan, als Zuschauer, ich will mir das ansehen. Und wenn ich mir nicht gerade irgendwie 2 Jahre später mit einer Serie anfange und dann Binge-Watching-mäßig alles auf einmal angucke, ja, mein Gott, dann ist die Überraschung nicht groß, dann ist die Wartezeit nicht so immens. Weil wenn ich was angucke, dann gucke ich das aber wirklich hier durchgehend am Stück und höre damit auch nicht mehr auf, bis ich fertig bin und auf aktuellem Stand, wenn mir irgendwas schon mal richtig gefällt. Ihr merkt schon, ich quatsch gerade 4 Minuten schon fast ununterbrochen durch und ich bin total in Rage und Ekstase, weil ich mir denke, ja, lebt er denn nur oder ist er tot? Das ist immer noch die ganz große Frage. Ganz, ganz, ganz furchtbar viele Beweise soll es ja geben und Hinweise darauf, dass er das überlebt haben soll. Ich habe mir diese Bilder jetzt immer und immer wieder angesehen, die Episode insgesamt noch 3 Mal, glaube ich, aber vor allem diese Sterbeszene, das wollte ja jeder wissen, habe ich mir noch 20 Mal angesehen, immer wieder zurückgeklickt und nochmal angeschaut, zurückgeklickt und nochmal angeschaut. Und wenn man sich das so anschaut und so oft, man wird wahnsinnig. Also ich bilde mir nach wie vor ein, dass diese Theorie, dass er unter dem Container da runtergekrabbelt, der war so dünn, dieser Schlitz. Ist er da wirklich abgehauen? Aber dann könnte man meinen, ja, er ist dort verschwunden in dieser Zombie-Masse. Man sieht noch kurz sein Gesicht und dann war es plötzlich weg. Hat sich ein Zombie rübergebockt? Ich weiß es nicht. Aber genau dieses Nachdenken, dieses Mitfiebern, das macht mir jetzt so einen Spaß. Und jetzt war mir wirklich
die Butter vom Brot nehmen zu lassen und dann zu sehen, alles klar, okay, nee, die Leute wissen schon Bescheid und irgendwie er spielt weiter, das ist doch auch kacke. Ich meine, dann kommt schon der Showrunner auch jetzt hier von AMC und erzählt dann, ja, macht noch so mit und hier und da, alles so ein bisschen anders. Und dann halt, ich meine, für diejenigen, die es halt wirklich sehen und überprüfen, dass er nicht bei Talking Dead mit dabei war, ist schon mal ein ganz großer Hinweis. Natürlich, und das ist dann cool. Aber dann wirklich diese Fotografien vom Set und er spielt noch mit und so weiter. Ja, nein, dann soll er mitspielen. Vielleicht wirklich nur in Flashbacks. Ich weiß es nicht, weil ich nicht hinter der Produktion sitze. Vielmehr bin ich jetzt der wartende, gespannte Zuschauer, der sich auf die nächste Woche freut und sagt, hey, cool, dann geht's weiter. Beziehungsweise ich weiß natürlich, dass nächste Woche die Episode nur morgen geht. Da könnte ich mich schon fast wieder drüber ärgern. Aber darum geht's jetzt hier nicht. Das ist nicht Sache. Und genauso nochmal zurück bei Game of Thrones. Das ist halt so spannend, abzuwarten jetzt und dann zu sehen, was lassen die sich einfallen? Auf welche Art und Weise kommt er wieder und was ist dann seine Aufgabe? Ist er immer noch der Typ, der an der Mauer festsitzt? Ist er jetzt derjenige, der einfach mal wirklich zu den weißen Wanderern gehört? Wie soll das passieren? Oder was macht er dann mit den Leuten bei der Nachtwache? Wird er sich rächen? Schafft er es, die Wildlinge hinter sich zu ziehen? Wird er die Welt erobern und plötzlich selber auf dem Thron sitzen? Das ist die ganz große Frage. Und genauso andererseits halt wieder zurück zu Walking Dead. Ich springe jetzt hin und her, aber das ist mir egal. Das ist bei beiden dieselbe Frage. Und ehrlich gesagt, mir fällt nicht ein, weil ich das letzte Mal so mit einem Charakter mitgefiebert habe, und das gilt für beide, wo ich dann einfach nicht sicher war, könnte er noch da sein oder nicht. Also bei Walking Dead hätte ich mir von mir persönlich aus mit einem Mal ansehen gar keinen Kopf mehr drüber gemacht. Aber durch diese vielen verschiedenen Gerüchte ist natürlich auch wieder spannend darüber nachzudenken, könnte er es geschafft haben. Bei ihm wäre ich jetzt der Meinung gewesen, eigentlich, nö, ist vorbei, okay, schade drum. Jetzt beim immer wieder Ansehen war ich mir unsicher. Ja, okay, wirklich, er ist auf ihn gefallen und es könnte er gewesen sein, als er zerfetzt wurde. Und vielleicht ist er dann bedeckt mit Blut und die ignorieren ihn plötzlich. Weil, wenn man es auch zigmal ansieht, ist man vielleicht auch dieser Überzeugung, gerade mal ohne Ton angucken. Dann sieht man vielleicht nur mal seine Gestiken im Gesicht und dann denkt man, er schreit nur, aber er nicht gequält, sondern eher traurig und, ja fast wahnsinnig werdend, weil gerade sein jetzt scheinbar doch Freund stirbt. Das ist eine Kacksituation und man ist in Gefahr, aber dann, wenn das schnell reagiert, was ja eigentlich schon gewohnt ist in Walking Dead, dann alles klar, ich halte jetzt die Klappe und dafür lasse ich mich in Ruhe, könnte aufgehen. Ich finde das jetzt toll, so darüber reden zu können, aber dann wirklich immer mehr diese Beweise, die man von irgendwo greifen will, das macht mich wieder verrückt. Die große Frage in beiden Fällen ist ja letzten Endes immer, wie geht es weiter? Beide Serien sind jetzt sehr bekannt dafür, dass ja beliebte Hauptcharaktere einfach gnadenlos sterben können. Wir sind immer in dieser Gefahr und wirklich, was bilden sich eigentlich alle Zuschauer ein zu behaupten, wenn Daryl stirbt, dann nie wieder Walking Dead, dann höre ich auf, dann wird AMC angezündet. Was schreibt ihr für Kommentare, Leute, was ist denn los mit euch? Das ist verdammt nochmal eine Serie, das ist gespielt und alles hat ein Ende, wirklich jede Serie. Bis auf Supernatural, die spielt noch ungefähr 73 Jahre. Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Ding. Nein, im Ernst, das muss ja irgendwo mal einen Abschluss finden, das muss abgerundet werden und es ist ja, in manchen Sachen, in der Idee dahinter gibt es halt kein Happy End. Habt ihr schon mal einen guten Horrorfilm gesehen? Und eine Apokalypse ist ziemlich Horror, wie ich finde. Ich meine, da kann man sein Glück finden, wie Glenn, und plötzlich verheiratet sein. Und vielleicht ist sie schwanger? Ja, habt ihr auch schon gehört? Ich weiß es nicht. Und ich finde es gerade cool, darauf zu warten. Ja, was kommt da raus? Ist sie schwanger? Ist sie jetzt alleine? Oder kommt er doch zurück? Dreht sie dann total durch, weil sie gerade ihren Mann verloren hat? Und das auf, ja, was heißt unspektakulär? Viele von euch haben geschrieben, das wäre total unspektakulär und so kann er nicht abtreten. Ey, was erwartet ihr denn? Was ist denn daran unspektakulär? Das sind tausende Zombies, da sterben Leute, das ist normal. Wir konnten von Glück sagen, dass Michonne das darüber geschafft hat. Wir können genauso von Glück reden, dass Rick den Angriff erstmal von den Wölfen überlebt hat. Meine Frage war jetzt, wie kommt der dort aus diesem Wohnmobil? Ich habe irgendwie, jemand hat mir schon geschrieben, als die Kamera nach oben zoomte, war da ein Haus daneben. Dachte ich, ey cool, das habe ich übersehen. So, sowas finde ich cool. Ja, dann noch weiter zu spekulieren und dann vielleicht was übersehen zu haben. Aber so eine Szene, wo uns die Showrunner schon irgendwas deutlich machen wollen und das dann teilweise mit diesen Set-Bildern und Geschichten zu versauen, ich wiederhole es, es ärgert mich. Mich macht so ein bisschen, ja, was fast schon traurig. Aber es gehört halt dazu natürlich, gerade wenn man sich doch einigermaßen mehr damit beschäftigt, wie ich und wie andere auch, die dann irgendwelche Artikel dazu schreiben oder halt auch Videos machen. Das finde ich immer richtig cool. Ich finde es super, wenn Leute sich mit irgendwas richtig beschäftigen und sagen, okay, mich interessiert das und dann da auch richtig viel Arbeit und Herzblut reinstecken. Und für alle anderen denke ich mir natürlich auch, ihr wollt wissen, wie es weitergeht, ihr wollt, dass er überlebt, aber warum könnt ihr dann nicht wirklich anständig noch irgendwie voller Neugier ein, zwei Wochen warten und euch das dann ganz in Ruhe im Fernsehen auch mal ansehen, wie es sich gehört. Von daher,
weiß ich ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt mir einfach Mods-Texte in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr gerne hier meinen Kanal abonnieren. Folgt mir auf Facebook und auf Twitter. Ihr findet beide Links in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst mir noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr dafür seid, dass sie überleben. Oder wenn ihr halt auch meiner Meinung seid. Und wenn nicht, dann schreibt es mir bitte einfach ganz freundlich in die Kommentare. Ich habe jetzt keinen Bock auf Hass und Hiobsbotschaften. Ich bin einfach nur wahnsinnig geworden durch diese ganzen Diskussionen. Und trotzdem packt es mich halt immer wieder. Und ich bin großer Fan. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.